Es ist wieder soweit. Auch 2017 brachte der Dortex Design Award wieder viele kreative Hobbykünstler ans Nähen, Basteln, Schneidern und Stricken. In den 6 Kategorien Stricken und Häkeln, Textilkunst, Nähen und Schneidern, Modedesign, Kostümdesign und innovative Kreationen reichten über 250 Teilnehmer ihre kreativen Werke ein, um sich für das Finale zu qualifizieren. Auch dieses Jahr wurden alle Einsendungen von einer fachkundigen Jury auf Herz und Nieren geprüft. Frau Dr. Viola Hofmann war die Fachjurorin für die Kategorie Best of Textilkunst. Bereits im letzten Jahr stellte sie ihre Expertise als Dozentin für Kulturanthropologie des Textilen für diese Kategorie zur Verfügung. In der Kategorie Best of Stricken und Häkeln hatte Frau Janne Graf das letzte Wort. Sie ist Redakteurin bei der beliebten Handarbeitszeitschrift The Knitter und konnte ebenfalls bereits Erfahrung als Jurorin beim Design Award aus dem letzten Jahr sammeln. Neben den bekannten Juroren wurde die Jury auch um einige neue Gesichter ergänzt. Ich bin Sabine Meulen und ich bin Modeleitung bei der Burda Style. Ich bin noch Fachjurorin für die Kategorie Modedesign, das heißt für die Modedesign-Studenten. Und ich habe selber Modedesign studiert, also kenne das Studium sehr gut und arbeite schon sehr lange eben als Stylistin und als Moderedakteurin. Also ich bin jetzt zum ersten Mal dabei, deswegen kann ich es zum Vorjahr nicht vergleichen, aber mir wurde gesagt, dass die Einsendungen so zahlreich noch nie waren. Ich finde, es waren unheimlich tolle Sachen dabei, es waren auch weniger tolle Sachen dabei, aber es war trotzdem oft sehr schwer, die Punkte zu vergeben, weil es wirklich ein sehr hohes Niveau war. Mein Name ist Katharina Kraft, ich bin freischaffende Kostüm- und Maskenbildnerin. Ich gehe auch gerne Richtung Grafik und Kunst. Ich bin die Fachjurorin für Kostümbild und mich zeichnet dafür aus mein Studium und meine praktische Erfahrung der letzten Jahre in der Selbstständigkeit. Ich habe das dieses Jahr das erste Mal gemacht und ich würde sagen, herausragend viele Bewerber an sich. Und ich fand es erstaunlich viele schöne und doch ausgefallene Kreationen. Also es gab richtig Dinge, die komplett rausgefallen sind, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte im Rahmen so einer Messe und im Rahmen des Dortex Awards, dass man so ausgefallene Einsendungen hat, wie zum Beispiel dieses Kleid mit den ganzen Zigaretten drauf und dran. In der Kategorie Best of innovative Kreationen fungierte Herr Christian Plote, Geschäftsführer der Messe Westfalenhallen Dortmund, als Juror. In jeder Kategorie wurden 2 Finalisten ausgewählt, welche die Chance bekamen, die Jury persönlich von sich zu überzeugen. Zu gewinnen gab es neben dem Titel Preisträger Dortex Design Award 2017 jeweils 1.500 € für den Erstplatzierten jeder Kategorie. Der Zweitplatzierte erhielt hochwertige Sachpreise von der Firma Prüm, wie zum Beispiel eine Schneiderpuppe, Reisetaschen oder Häkelsets. Nachdem sich die Jury intensiv beraten hat, wurden die Preisträger bei der Preisverleihung auf der Kreativa 2017 gekürt und durften ihre Werke noch einmal vor großem Publikum vorstellen. Worauf haben Sie bei der Bewertung der Teilnehmer in der Kategorie Stricken und Häkeln besonders geachtet? Oh, erstmal waren wir einfach überwältigt und begeistert von den Einsendungen insgesamt. Es ist
allein die Tatsache, sich zu bewerben, ist schon ein großer Schritt und das möchten wir auch würdigen. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Sachen gesehen und im Grunde ist alles preiswürdig, alles wie es da ist. Wir könnten 71 Preise vergeben und wären mit jedem Einzelnen froh. In der Ausscheidung jetzt ging es um die kreative Persönlichkeit. Wir haben uns angeschaut, woher kommt der kreative Impuls, wie wird es umgesetzt, wie eigenständig ist das, wie ist die Herangehensweise. In der Kategorie Best auf Stricken und Häkeln konnte Brigitte Scholz mit ihren kreativen Handtaschen den zweiten Platz ergattern. Wie bist du auf die Idee gekommen, Dosen in Baumwolltaschen einzuarbeiten? Das habe ich auf einem YouTube-Video gesehen, das aus Brasilien kam. Ich fand die Technik so interessant, habe den Ton ausgeschaltet, mal probiert und habe gemerkt, das klappt richtig gut. Und dann war meine Sucht halt endlich auferlebt. Wie viele Dosenlaschen sind in so einer Tasche verarbeitet und wo hast du die her? Sammelst du die? Also ich habe mal jahrelang an einer Tankstelle gearbeitet, das heißt Pfandsystem, die Dosen kamen reichlich rein und ich bin dann immer ganz frech gewesen, habe die Dosenlaschen halt abgenippelt und gesammelt für mich und meine Arbeitskollegen auch. Und so habe ich reichlich Material bekommen. Und von der Menge in der kleinen Tasche sind jetzt nur 170, aber ich habe zum Beispiel auch eine große, die habe ich jetzt gerade bei mir, da sind über 2000 Laschen dran. Gibt es da besondere Herausforderungen, wenn es jetzt darum geht, mit Dosen und Dosenlaschen zu arbeiten? Ja, halt das Material ist sehr leicht, aber unheimlich stabil und ich finde, man kann da so tolle Formen mitmachen und es sieht einfach nur toll aus. Vielen Dank, Brigitte. Den ersten Platz belegte Frau Stefanie Schwietert mit ihren sehr individuellen gestrickten Tüchern, bei denen sie Vorlagen aus der Natur aufgriff und sogar die Wolle eigens gefärbt hat. Stefanie, du meintest in der Bewerbung, Stricken ist für mich mehr als Hobby, Stricken ist eine Sucht für mich. Wie bist du zum Stricken gekommen? Durch die Farben. Also ich liebe einfach Farben und wollte das Ganze mit Wolle in Teile umsetzen, die man auch anziehen kann. Du hast verschiedenste Strickmethoden ausprobiert, jetzt benutzt du die Fair Isle Methode. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären? Genau, also man strickt immer mit zwei Farben gleichzeitig und dadurch kann man ganz wunderbare Farbverläufe kreieren. Und das ist genau das, was mich so fasziniert. In der Bewerbung hast du geschrieben, dass du einen ganz bestimmten Traum vom Stricken hast. Worum geht es da genau? Ja, also einmal würde ich gerne Anleitungen machen, dass auch andere Menschen davon profitieren können und ich würde gerne Strickkurse geben. Vielen Dank, Stefanie. Dankeschön. Bewerber hatten wir im Bereich Textilkunst. Wie fanden Sie so das grundsätzliche Level, das Niveau der Arbeiten, die eingereicht wurden? Ich denke, das haben alle schon zu Genüge unterstrichen. Also das Niveau war sehr hoch und es zeigte ja auch die große Menge. Was ich dieses Mal spannend fand, also ich war im letzten Jahr schon dabei, dass sich das Ganze auch lokal erweitert hatte, also dass mittlerweile Bewerbungen auch aus dem Ausland, also Österreich, Schweiz vorliegen und spricht ja vielleicht auch so ein bisschen für den Wettbewerb. Auch jetzt an Sie die Frage, welche Kriterien waren Ihnen bei der Bewertung wichtig, vor allem als Akademikerin, haben Sie da vielleicht auch einen anderen Blick darauf? Ja, also man ist natürlich so ein bisschen verkopft, würde ich sagen. Also man guckt immer so ein bisschen aus der theoretischen Warte, welche Idee steckt da drin in so einem Werk, also was kann es vermitteln und vor allem kann ich als Betrachter auch etwas damit anfangen, kann ich da was hineinsehen, das war wichtig, aber das haben, denke ich, die anderen Mitjuroren auch so entschieden und wir haben zwar gerungen, aber waren uns dann bald relativ einig. Susanna Pfaffenroth belegte in der Kategorie Best of Textilkunst den zweiten Platz mit ihrer Kollektion Infopulation. Was soll dein Werk aussagen? Der Appell ist, dass man
alle Informationen, die man bekommt, hinterfragt und nichts als selbstverständlich mitbekommt, weil gerade auch zur heutigen Zeit in der Informationsüberflutung wir so viele Daten haben, so viele Informationen und es schwierig ist, die Wahrheit wirklich herauszufiltern. Wie hast du zum Beispiel diese Lichtinstallationen angebracht? Ich die angebracht habe. Ich habe erst diese Kristalle gemacht, beziehungsweise ich habe aus Bastelglas Formen zugeschnitten, die ich alle dann geschliffen habe in einem bestimmten Winkel und dann diese platonischen Körper angeordnet habe. Dort habe ich dann LEDs drin installiert und die Verkabelung nach innen geführt, die Schaltung ran. Mit einem Kleid, das in viele feine Fäden verläuft, verlangte Charlotte Kruse den ersten Platz. Charlotte Kruse aus Münster möchte mit ihrem Projekt aufmerksam machen auf die Nähe der Gegensätze Verbindung und Trennung sowie Entstehung und Zerstörung. Ich habe eine Büste gebaut aus Panzerband und Füllwatte, die eben in diesem Kleid drin steckt. Und das hängt dann wirklich nur an diesem einen Faden oben und an den 600 Kettfäden, die dann unten an dem Boden befestigt sind. Was ist die Idee hinter deiner Arbeit? Ja, also wie du das auch eben schon gerade gesagt hast, dass ich einfach so diese Nähe von den zwei Gegensätzen, Verbindung und Trennung und Entstehung und Zerstörung zeigen wollte. Also diese Fragilität von Dingen einfach, dass die Leute ein bisschen aufmerksamer damit umgehen. Warum hast du dich bei deinem Kunstwerk für die Form eines Kleides entschieden? Ja, ich habe die gewählt, weil ich finde, dass das Kleid etwas ist, das uns Menschen sehr nah ist. Also das steht für etwas, was uns eben unmittelbar umgibt. Ich wollte so eine Nähe zum Betrachter schaffen. Und wenn man sich das Ganze ja anguckt, jeder Teil von diesem Kleid symbolisiert etwas, richtig? Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären? Also dieses obere Teil des Kleides, das soll halt eben diese feste Verbindung darstellen. Das ist dann eben auch ganz nah aneinander gewebt und so etwa ab der Mitte löst es sich dann eben auf und soll dann so diesen fließenden Übergang von den Gegensätzen darstellen. In der Kategorie Best of Nähen und Schneidern lautet das Motto kreativ mit Nadel, Stoff und Faden. Hier wurde bewusst auf einen Fachjuror verzichtet, das heißt alle Mitglieder im Juryteam waren diesmal gleichermaßen gefragt. Den zweiten Platz in der Kategorie Nähen und Schneidern belegte Christine Schäfer mit einer Kollektion aus Baumwolle extra für Kinder. Du hast jetzt gerade vier verschiedene Outfits präsentiert, in der Bewerbung waren ja noch ganz viele andere Fotos dabei. Kaufst du deinen Kindern eigentlich noch Kleidung von der Stange? Eigentlich so gut wie gar nicht. Also Unterwäsche und Schuhe kaufe ich noch, weil ich dafür dann auch nicht die Zeit nehmen möchte, was zu nähen. Das sieht man ja nicht von außen. Aber alles andere nähe ich eigentlich selber. Du darfst dich ja eigentlich schon als Spezialistin für Zwillingskleidung, sage ich mal, bezeichnen. Was gibt es da für besondere Herausforderungen? Ja, dass ich alles doppelt nähen und zuschneiden muss vor allem. Also ich muss dann natürlich immer überlegen, wie mache ich das so, dass man die Sachen noch voneinander ein bisschen unterscheiden kann, dass es aber trotzdem so aussieht, dass sie zusammengehören, weil meine Zwillinge eben auch sehr unterschiedlich aussehen und so können sie dann wenigstens als Zwillinge auch von außen erkannt werden. Hauptberuflich bist du ja Beamtin, das hat recht wenig mit Design zu tun und inwieweit würdest du anderen Leuten, die einen ganz anderen Job haben, Nähen und Schneidern als nebenberufliches Hobby empfehlen? Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man das Gefühl hat, es fehlt einem irgendwas, was man produktiv doch gerne machen möchte. Vielen Dank, Christine. Siegerin der Kategorie wurde Eva Bünter mit ihrem eleganten Abendkleid. Ihre Faszination gilt den Abendkleidern und vor allem Abendkleidern mit Berührungspunkten zur Kostümwelt. Diese sind laut eigener Aussage elegant, aber gleichzeitig auch immer extravagant und immer so gestaltet, dass Sie als Zuschauer auch auf dem zweiten Blick etwas Neues entdecken. Du arbeitest ja hauptberuflich als Kommunikationsspezialistin. Wie bist du zum Nähen gekommen? Das ist etwas, was ich seit klein auf immer gerne gemacht habe und als quasi Hobby beibehalten habe über die Jahre hinweg.
Dieses schwarze Kleid sieht sehr aufwendig gestaltet aus. Welche Materialien hast du da so benutzt? Das Grundmaterial ist Tüll, das sind ungefähr 30 Meter verarbeitet und etwa 2000 Pailletten mit Perlen und die sind alle von Hand angenäht worden. Eva, warum nähst du? Also machst du das, damit du die Kleider selber tragen kannst oder für andere? Was ist dein Ziel dahinter? Eigentlich das Nähen an sich macht mir wahnsinnig Spaß. Ich finde es sehr entspannend und wenn mal Kolleginnen etwas brauchen, dann auch. Aber gerade so aufwendige Kleider, die nähe ich dann für mich und hänge sie auf und vielleicht kommen sie mal zum Einsatz wie hier. Also was für uns auch wichtig war, ist, dass die Modelle eben auch tragbar sind, weil ich finde, das ist eins der schwierigsten Dinge für einen Modedesigner, neue Sachen zu erschaffen, die Menschen aber auch trotzdem tragen wollen und können. Was braucht man heutzutage, um als Modedesigner Erfolg zu haben? Puh, ich glaube, das ist wie in jedem Beruf. Um wirklich erfolgreich zu sein, denke ich, muss man fleißig sein, man muss gute Ideen haben, man muss immer am Ball bleiben und dann muss man zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Sarah Mangold konnte sich mit ihrer Kollektion Die Welt mit anderen Augen sehen, welche sich mit der Sichtweise autistischer Kinder befasst, den zweiten Platz sichern. Sarah, der Titel deiner Arbeit lautet Die Welt mit anderen Augen sehen. Was ist die Kernaussage von deiner Arbeit? Ja, ich... Für mich war es einfach wichtig, irgendwie die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch so kleine Details im Leben, dass es in jedem kleinen Detail auch ein bisschen Schönheit steckt. Genau, und das war so der Gedanke hinter der Kollektion. Was hat dich zu dieser außergewöhnlichen Kollektion inspiriert? Also ich selbst habe mal jahrelang auf einen kleinen Jungen aufgepasst, der selbst auch Autist ist. Und es war einfach schön zu sehen, wie der die Welt wahrgenommen hat, gesehen hat. Da saß zum Beispiel irgendwie oft irgendwie neben der Heizung, hat da so gegengeklopft. Und ja, das war irgendwie beeindruckend zu sehen, dass man in jedem kleinen Ding irgendwas entdecken kann. In der Kategorie Best of Modedesign hat Christian Reiche mit seiner Kollektion Bravelands – A Song of Youth für Aufsehen gesorgt und den ersten Platz eingeheimst. Christian, vielen Dank. Wie bist du von einem Hermann Hesse-Roman auf diese Modekollektion gekommen? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe dieses Buch einfach gelesen und fühlte mich inspiriert von dieser Thematik, von der Ich-Werdung und wollte das irgendwie übersetzen in Kleidung. Du hast gerade angesprochen Ich-Werdung. Kannst du uns die Kernaussage von diesem Projekt ein bisschen genauer erklären? Genau, also die Intention hinter der Kollektion war eigentlich, den Prozess darzustellen vom Jugendalter zum Erwachsenwerden, der gespickt ist mit verschiedenen Höhen und Tiefen. Und anhand dieser verschiedenen Etappen habe ich halt versucht, das Ganze visuell umzusetzen in der Kollektion. Verkleidung ja auch immer spezifisch für den individuellen Charakter von dem Träger steht. Und deswegen fand ich das sehr passend. Welche besonderen Herausforderungen gibt es beim Designen von Kostümen? Ein Kostüm ist ja primär dafür gedacht, dass viele Menschen das auf die Ferne erkennen und dass sich was Fantasievolles einstellt im Hirn des Betrachters und das muss ausgelöst werden können auf einer Distanz. Das heißt, es kommt häufig auch nicht so sehr auf die konkrete Verarbeitung an, dass das alles total fein sitzt, sondern das muss fantasieanregend einfach sein. Was war Ihnen bei der Bewertung besonders wichtig in dieser Kategorie? Gibt es da etwas Spezielles, worauf man achtet? Die Dinge müssen natürlich überhaupt in die Kategorie passen. Das heißt, es muss immer eher Kostümbild sein, als es Modedesign sein soll und immer auch Kostümbild eher als einfach reines Handwerk. Und es gab sehr viele, sehr schöne Einsendungen, viel klassisch-historische Kleider haben wir gesehen, die auch sehr gut gemacht waren und gut präsentiert. Julia Münster aus Wien zog in der Kategorie Best of Costume Design mit ihren detailverliebten Kleidern aus der Alternativszene ins Finale und ergatterte den zweiten Platz. Wo holst du dir die ganzen Ideen und Inspirationen für diese Sachen? Ja, also oft ist es einfach so, dass mich irgendein Material inspiriert zum Beispiel. Ich bin unterwegs, ich sehe ein Material und ich habe sofort ein Bild von einem neuen Modell im Kopf. Oder ich
sehe, irgendwelche Dinge aus der Natur, irgendwelche Blüten, irgendwelche Tiere. Also mich inspiriert sehr stark die Natur, so könnte man es mal sagen, ja. Ja. Magst du uns ein paar Worte zu den beiden Kleidern sagen, die du uns heute präsentiert hast? Worum geht's da? Ja, also bei meinen Kostümen ist es so, sie haben jetzt nicht irgendeine großartige philosophische Bedeutung. Ich mache das hauptsächlich einfach, weil es mir optisch gut gefällt, weil ich Lust drauf habe. Zum Beispiel bei dem Kleid hatte ich einfach Lust, mal so Blüten zu kreieren. Und ein Kleid, was einfach viele Blüten drauf appliziert hat. Und dieses Kostüm habe ich auch für das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig geschneidert. Habe das dann dort auch selber getragen für das vegetarianische Picknick. Also es durfte so ein bisschen was Prunkvolleres sein. Genau. Und das zweite habe ich auch eigentlich fürs WGT konzipiert. Ich weiß, es ist ein ziemliches Showpiece, weil sehr freizügig. Das kann man nicht überall hin anziehen, aber es ist ja auch ein Kostüm. Also das muss zum Anlass passen. Und ja, und das war so ein bisschen Amazonen inspiriert, sag ich jetzt mal. So antike. Ich weiß, das war einfach, es ist gelaufen, das Design, das hat sich so ergeben, ja. No. Branka Kokol konnte mit ihren kunstvoll genähten Kleidern das Rennen für sich entscheiden. Wo holst du dir die Ideen für deine außergewöhnlichen Kreationen her? Oh, teilweise aus meinen Kindheitsträumen. Dann gehe ich gerne in die Natur, träume von einer besseren Welt. Und die nähe ich mir dann in Bildergeschichten, weil ich das vorwiegend selber alles fotografiere. Und dafür mache ich das auch. Du kreierst die Kleider, um die zu fotografieren. Haben wir das richtig verstanden? Ja, also vorwiegend, um natürlich auch eventuell mal größere Projekte auszustatten damit. Du hast doch schon bestimmt schon weitere Ideen im Kopf, oder? Ja. Ich brauche Hilfe, helfende Hände, die sie realisieren. Wie schwer oder einfach ist Ihnen hier die Entscheidung gefallen? Beide Einreichungen sind richtig, richtig gut. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Aber man muss sagen, am Schluss, wir waren eindeutig dann in unserer Entscheidung. Also es war nicht, für uns nicht ganz so schwierig. Was waren hier die wichtigsten Kriterien für die Entscheidungsfindung? Ich spreche jetzt für mich. Für mich ging es um die Idee und dann die entsprechende kreative Umsetzung. Man hat ja in der Vorbereitung, guckt man sich ja die ganzen Einreichungen an und ich habe an mich selber so ein Kriterium gesetzt, ich musste sofort geflasht sein, dann kam das auf den Haufen der Dinge, die ich gut finde. Bei mir persönlich war sehr viel Bauchgefühl auch dabei, um die Entscheidung zu treffen. Mit einer Einsendung aus einem ganz anderen Bereich konnten Anna Abramowitsch und Saha Kamse in der Kategorie Innovative Kreation den zweiten Platz ergattern. Sie kombinierten die Malerei mit dem Häkeln. Ihr habt eine innovative Technik da benutzt. Könnt ihr uns das genauer erklären? Wer mag? Wir dachten, die Anna malt gerne und ich häkle gerne und dachten, wir können das zusammen kombinieren und vielleicht etwas Neues erschaffen. Und ja, das sind halt unsere ersten drei Bilder und die fanden wir gar nicht mal so schlecht. Und euer erstes gemeinsames Werk, das war dieses hier, richtig? Flora. Möchtest du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Ja, kann ich auch machen. Also das ist unser erstes Bild, das heißt Flora und symbolisiert eigentlich unsere neue Idee, unsere neue Kreation, dass wir zusammen was erschaffen haben. Das blüht und aufblühen wird und ich hoffe, das wird auch weiter so bleiben. Wie geht's weiter? Ist eine weitere Kunstreihe bei euch geplant? Auf jeden Fall. Wir möchten weitere Serien machen und den Rahmen auch vielleicht sprengen, aus dem Rahmen rauskommen. Und wir haben schon einiges auf jeden Fall geplant. Und ja, das klappt auch ganz gut. Vielen Dank, Sahar und Anna. Den ersten Platz ergatterte Sernta Çint. Er fertigte eine Zwangsjacke, welche zum Großteil aus Zigarettenstummeln bestand.
Serda, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wo hast du 100.000 Zigarettenstummeln her? Die habe ich aus Restaurants und vom Boden aufgesammelt. Liegt ja viel auf dem Boden, ne? Und auch viele vom Hauptbahnhof Köln. Wie lange braucht man für sowas? Also zum Sammeln erstmal nur? Boah, sammeln. Wenn es in den Aschenbechern drin ist, dann geht es eigentlich ruckzuck, ne? Einfach in die Tüte rein. Aber so aufsammeln, das dauert schon eine Ewigkeit. Das sind ja schon ein paar Zigaretten, ne? Kommen wir zum Künstlerischen. Wie sahen da die einzelnen Arbeitsschritte aus? Ja, erstmal habe ich eine sozusagen eine Zwangsjacke gemacht aus Nessel, wie man hier unten sieht. Und dann habe ich die einzelnen Zigaretten mit Heißkleber dran geklebt. So. Und wie lange hast du für das ganze Werk gebraucht dann insgesamt? Circa 6 Monate. Ja. Wow. Was passiert mit dem Stück? Trägst du das selber oder wird das irgendwo ausgestellt? Im Moment ist es noch in der Abstellkammer, aber ich würde es auch zu Ausstellungen freigeben. Das kann man ja zeigen, ne? Von diesen fast 250 Teilnehmern waren insgesamt 18 nicht volljährig und die haben es natürlich nicht so leicht, mit den erfahreneren Leuten mitzuhalten. Deshalb verleihen wir dieses Jahr auch den Sonderpreis, nämlich den Best Youngster, und der Gewinner steht auch hier schon fest. Der 14-jährige Valentin Prinz gewann für seine eigens kreierte Kollektion den Sonderpreis als Best Youngster. Die meisten Jungs würden in deinem Alter wahrscheinlich an alles andere denken, außer ans Nähen und Designen. Was fasziniert dich daran? Also ich mag das einfach, also mich, also Leute anzuziehen, und ich mag halt einfach, oder Mode einfach, das ist, irgendwie interessiert mich das einfach. Was ist so dein Berufswunsch? Haben wir jetzt den nächsten Karl Lagerfeld vor uns? Ja, also ich möchte schon Designer werden, also auch studieren dann. Vielen Dank, Valentin. Du räumst jetzt nämlich gleich heute doppelt ab. Nämlich du bekommst den ersten und den zweiten Preis. Du bekommst einen Scheck über 1000 Euro, eine Urkunde, Blumen und das sogenannte Love Set, gesponsert auch von der Firma Prim. Mit zunehmendem Einfallsreichtum der Teilnehmer und ihrer Stücke freuen wir uns nach diesem gelungenen Design Award bereits auf das nächste Jahr voller Individualität, Kreativität und Vielfalt.